Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zwar zu einem Format, was tatsächlich schon wieder ziemlich lange nicht kam auf diesem Kanal und zwar zu Jetzt kaufen. Ist ja ähnlich wie der Market Watch, nur möchte ich euch hier gerade speziell Karten zeigen, die man sich kaufen sollte in Bezug auf zukünftige Decks, die jetzt noch nicht draußen sind. Und genau das wollen wir heute auch wieder tun. Und ja, ansonsten würde ich sagen, lasst gerne genauso fetten Support da wie bei den letzten Videos eben auch. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Fehlen jetzt noch 150 Abos zu den 16.000. Also ordentlich den Abo und den Like-Button zerstören, würde ich mich wie gesagt sehr drüber freuen. Und generell auch nochmal vielen, vielen Dank für eure ganzen Genesungswünsche. Mir geht's, was das angeht, auf jeden Fall auch schon deutlich besser. Ich war jetzt beim Arzt, bin auch ein bisschen eingestellt mit Medikamenten und es ist auch so gut, dass ich am Wochenende schon wieder unterwegs bin. Ich werde am Wochenende auf dem Hockenheimring sein und dort auf dem Festival sein. Falls jemand von euch auch am Start sein sollte, schreibt das auch sehr, sehr gerne mal. Und ich würde sagen, genug geschnackt. Wir starten mit der ersten Karte. Coach, König, Riesentrainer. Und zwar wisst ihr ja, wir bekommen bald Horus oder das Deckthema erstmal generell in Age of Overlord. Und da wurde heute auch noch ziemlich guter Support angekündigt. Das heißt, dieses Deckthema wird uns wahrscheinlich eine ganze Weile begleiten. Und da gibt es natürlich das ein oder andere Monster, unter anderem eben auch den Riesentrainer, der natürlich da drinnen eine relativ interessante Karte ist. Gerade wenn man sich OCG-Decklisten anschaut, ist das ein Kandidat, der da in ganz vielen Decklisten gespielt wird. Gerade hier die Variante aus dem OTS-Tournament Pack ist die günstigste, die ich finden konnte auf Market. Geht aktuell seine knapp 7 €. Das heißt, ich finde, das ist für den Moment zwar schon eine teure Karte für eine Common, aber immer noch bezahlbar. Und wenn sowas dann gespielt werden sollte und das in einer sehr geringen Stückzahl verfügbar ist auf dem Markt, dann brauche ich euch, glaube ich, nicht erzählen, was mit so Karten passiert. Deswegen, das ist eine absolute Kaufempfehlung auf jeden Fall von mir. Dann machen wir weiter mit oder priesterlicher Sonndrache Overlord von Heliopolis. War früher schon ein unfassbar schwieriger Name. Für den gilt genau das Gleiche, was ich euch gerade schon gesagt habe. Ist auch so ein Kandidat, denn der braucht zwei Monster der Stufe 8. Ist halt eine ganz gute Karte, um ein bisschen Removal zu haben on board. Sieht man auch in vielen Listen davon und der ist deutlich besser noch bezahlbar, denn der hat seinen Reprint bekommen in Ghosts from the Past. Das ist auch noch nicht so lange her, allerdings kostet diese Karte für den Moment 15 bis 20 Cent, sind 1400 verfügbare Artikel aktuell auch da auf dem Markt. Das heißt, der ist noch sehr, sehr gut bezahlbar, deswegen deckt euch da rechtzeitig ein, habt einfach einen zu Hause, man kann da generell nichts falsch machen, generell auch eine Karte, die hier und da immer mal auftaucht. Und die nächste Karte, die wir dann haben, ist auch direkt Dengirsu. Den kennen wir sicherlich alle noch sehr, sehr gut und der hat ja auch seinen Reprint in Dual Overload bekommen, ist ja auch mittlerweile schon wieder ein paar Tage her. Und der ist momentan auch für einen Dengirsu-Verhältnis relativ günstig. Der kostet knapp 7 €. Wir sind bei 6,99, 6,89 und solche Zahlen findet ihr den aktuell. Und das ist halt auch so eine Karte, die eben das Potenzial hat, da drinnen gespielt zu werden. Ist natürlich nach wie vor eins der besten Stufe 8 XYZ-Monster, das wir so im Spiel haben. Und deswegen wird der sicherlich dann auch seinen Platz in einigen dieser Listen finden. Wie gesagt, man weiß nie im Vorfeld, was sich genau bei uns alles durchsetzt. Manchmal sind da auch Karten enorm gehypt und die setzen sich nicht durch. Allerdings sind das halt trotzdem Kandidaten, wo ich sage, das Potenzial ist definitiv da. Und bei dem sind auch noch 502 verfügbare Artikel auf dem Markt. Das heißt, das ist schon ein bisschen weniger. Also bei der Karte kann das ganz schnell wieder Richtung 15 € gehen, wenn sich das Ganze durchsetzen sollte. Und die nächste Karte ist eine Karte, die ich davor noch nie wirklich gesehen habe. Und zwar Priesterlicher Himmelsdrachen Overlord von Heliopolis. Also der zweite von diesem komischen Namen hat einen ziemlich interessanten Effekt, negiert Sachen aus dem Friedhof, liest sich furchtbar weird, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ihr könnt euch den ja selber mal durchlesen und sagt mal, was ihr zu diesem Effekt haltet. Ich habe den auch in einigen OCG-Decklisten gesehen. Ich finde den auch, was das angeht, auch relativ interessant. Ist allerdings nur ein Trint dieser Karte verfügbar und der ist nämlich bei uns erschienen in Ghost from the Past. Ebenfalls wie der andere Heliopolis, nur dass diese Karte dort eben seinen ersten Print bekommen hat. Ist halt ein großer Unterschied. Die andere Karte ist ein Reprint und das ist halt der erste Print und deswegen ist sie auch deutlich teurer. Und ich glaube, die waren da drin eine Shortprint, denn da sind 483 verfügbare Artikel aktuell auf dem Markt und die Karte kostet auch schon 50 Cent. Das heißt, wenn die wirklich gespielt werden sollte, ist das wahrscheinlich eine 5, 6, 7 € Karte, wenn sie sich durchsetzt. Das muss man hier auf jeden Fall immer klar dazu sagen, aber ich denke, das sollte erstmal reichen, Richtung
Horus Support, wobei das Einzige, was man hier noch erwähnen kann, ist vielleicht der Geisteroger und Schneehase, aber der kostet gar nichts, kann ich euch kurz auch raussuchen, der ist aktuell bei 14 Cent, der wird auch im Horus-Format eine interessante Handshow wieder werden, denn wenn man das Ganze auf den Sarkophag macht, der quasi die ganze Engine ins Rollen bringt, dann ist Ghost Ogre wahrscheinlich wieder eine ziemlich interessante Handtrap. Aber wie gesagt, kostet nichts, sind auch 5000 verfügbare Artikel auf dem Markt, aber man kann den sicherlich auch in hübscher holen. Da brauche ich, glaube ich, an dieser Stelle auch keinen Preis einblenden. Deckt euch einfach frühzeitig eben mit dieser Karte ein. Und dann ist in den letzten Tagen ja auch noch ein bisschen anderer Support angekündigt worden, und zwar rund um Magispenst und rund um Kirin. Das heißt, wir können spekulieren, dass der gute Kirin dann auch zurück von der Bandist kommt, wenn die denn irgendwann jetzt demnächst mal kommt. Sicherlich ein heißer Kandidat, und bei den nächsten Karten muss ich sagen, muss man vorsichtig sein. Ich denke, dass da zwei Szenarien möglich sind. Entweder man bringt den neuen Support raus, ohne dass man die alten Sachen reprintet, oder man bringt den neuen Support raus und man reprintet gleich alles Alte mit, was Konami beides schon oft gemacht hat. Ich glaube tatsächlich, dass sie die Sachen reprinten werden, ist aber reiner Gamble. Deswegen könnt ihr das entscheiden. Kirin aktuell noch relativ gut bezahlbar. Die günstigste Variante ist tatsächlich die aus Docks, das ist der Mansion of Chaos, sind knapp 600 verfügbare Artikel auf dem Markt. Und da kostet die Karte aktuell so, ja, es gibt noch ein paar für ein paar wenige Cent, die nächsten gehen schon über einen Euro. Also das kann auch da ganz, ganz schnell in eine andere Richtung gehen, und vor allem, wenn die Bandist die Karte zurückbringt und dann erstmal längere Zeit wahrscheinlich der Reprint noch nicht da ist, wahrscheinlich so 2-3 Monate, dann kann das erstmal eine teure Karte werden. Und genau das gleiche gilt eben auch für den Cyclone oder den Cyclone. Magispenster Zyklon ist auch eine interessante Karte für dieses Deckthema, nur weiß ich hier auch noch nicht so wirklich, wie oder wird die überhaupt gespielt oder wird sie nicht gespielt. Ich denke, ich kenne mich jetzt auch nicht so gut mit Magispenster aus, ob die suchbar ist. Wahrscheinlich ist die schon in irgendeiner Form suchbar, gehe ich jetzt mal stark davon aus, aber die Karte kostet aktuell mit 209 verfügbaren Artikeln knapp 5 Euro. Liegt daran, dass die nur diesen einen einzigen Print hat, das heißt, Reprint-Gefahr ist natürlich sehr, sehr groß an dieser Stelle, aber keine Garantie. Und wenn die eben keinen Reprint bekommt, dann geht es wahrscheinlich, wenn sie gespielt wird, auch schnell Richtung 10, 15 Euro. Und dann haben wir noch den letzten im Bunde, das ist der gute Bunbuku. Eine Karte, über die wir jetzt generell schon öfter mal gesprochen haben, war auch in den Market Watches schon mal vertreten. Und da meine ich jetzt auch nicht die Version aus Docks, ich habe nur keine Grafik zu der Version aus der MP16, aber die Docks-Version, die liegt aktuell bei 14, 15 Euro, deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr den kaufen wollt, dann den Print aus der Megatin 2016, da liegt die so bei 9 bis 10 Euro, aber wie gesagt, gilt genau das gleiche, was ich bei den anderen Pendelkarten eben auch schon gesagt habe, große, große Reprint-Gefahr, man kann aber im Umkehrschluss auch sagen, man versucht die Sachen jetzt loszuwerden, wenn man es eh nicht spielen möchte, das müsst ihr dann für euch selber entscheiden. Und dann kommen wir mal so ein bisschen wieder zu den etwas moderneren Karten. Und zwar haben wir hier den guten Grimson Dragon, über den haben wir auch schon ein paar Wochen jetzt nicht mehr gesprochen. Und da möchte ich jetzt auch nochmal eine absolute Kaufempfehlung aussprechen, denn die Karte kostet aktuell 10 Euro, was für die Spielstärke und eine Hauptset Secret Rare, die mindestens ein Jahr kein Reprint bekommt, finde ich sehr, sehr günstig ist. Und nur weil die Karte mit Calamity sich jetzt nicht durchgesetzt hat, heißt das nicht, dass die Karte gar kein Play mehr sehen wird. Es gibt genug andere gute Monster, die diese Karte hier rauscheaten kann. Die muss eben nur noch das entsprechende Format finden, und das kann halt schneller kommen, als man denkt. Deswegen, diese Karte sollte man in jedem Fall einfach einmal zu Hause haben. Und die nächste aktuelle Karte ist der gute Druiswurm. Und zwar reden wir hier nicht von den Reprint aus dem Megatin, denn der ist gefühlt schon wieder unbezahlbar. Der geht nämlich 10 Euro pro Kopie, sondern wir reden über den Originalprint aus Darkwing Blast. Das heißt, wenn ihr aktuell euch entscheiden solltet, gerade auch im Hinblick für die YCS, euch Druiswürmer zu kaufen, dann kauft auf jeden Fall den Originalprint, denn da kostet die Karte noch aktuell 5 bis 6 Euro pro Kopie, was schon nochmal ein ordentlicher Unterschied ist zu den 10 Euro aus der Megatin. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, ist aktuell eine interessante Karte und gilt auch für viele andere Bestials, ne? Also generell die Megatin-Karten weiß ich nicht, und dann spielt die Band sicherlich auch noch eine Rolle, da müsst ihr halt sehr, sehr vorsichtig sein. Die nächste Karte ist Marionettenmilbe, über die haben wir das letzte Mal Marketwatch auch schon mal gesprochen, ist preislich ein bisschen explodiert, muss ich sagen, sind immer noch 1162 verfügbare Artikel auf dem Markt aus dem Structure Deck Zombie Horde.
Aber nichtdestotrotz hat die Karte schon ihre ersten Buyouts gesehen. Das heißt, die kostet jetzt nicht mehr 30 Cent wie beim letzten Mal, sondern die günstigsten Kopien sind bei 1 bis 2 Euro. Und das kann auch, wenn sich das richtig, richtig etablieren sollte, nochmal in eine ganz andere Richtung gehen. Deswegen deckt euch da jetzt noch ein. Das ist, denke ich, immer noch relativ günstig, weil wenn wir da an andere Karten denken, die in diese Richtung gehen von Hypes, die kosten dann schnell und gerne mal 5 Euro. Und vor allem sind Commons, ihr wisst, teure Commons finde ich immer super. Deswegen musste ich das heute hier nochmal erwähnen. Und dann haben wir noch die letzte Karte für heute. Das ist Grabwächters Inschrift, eine Karte, über die wir in den Market Watches in den letzten Wochen immer wieder gesprochen haben. Ich habe sie euch das erste Mal gezeigt, hat sie 3 Euro gekostet, danach hat sie 6 Euro gekostet, mittlerweile kostet sie fast 9 Euro. Und der aktuelle Preis dieser Karte ist eben diese besagten 8 bis 9 Euro. Liegt eben daran, dass die im kommenden Format ab Age of Overlord den interessanten Effekt hat. Kein Spieler kann Monster als Spezialbeschwörung von den Friedhofen beschwören und damit shutdownt man quasi Horus. Logischerweise haben wir am Anfang des Videos auch viel drüber gesprochen und aktuell im Format auch keine schlechte Karte gegen Unchained. Aber weiß ich jetzt nicht, ob ich sie gegen Unchained unbedingt spielen würde. Ich denke, dass sie fürs kommende Format noch deutlich interessanter ist. Und das sind auf jeden Fall meine Kaufempfehlungen mit Hinblick auf uns oder auf das bevorstehende Format, also das kommende Format. Und ist tatsächlich für eine Jetzt-Kaufen-Folge schon relativ lang, 10 Minuten, jetzt gleich sogar 11. Ich würde sagen, wir lassen es gut sein an dieser Stelle. Mehr habe ich euch auch nicht zu sagen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder so ein bisschen mit auf den neuesten Stand bringen und vielleicht eure Kauf Strategie fürs kommende Format ein bisschen ankurbeln oder auch abschrecken, je nachdem. Und in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.